Ja, willkommen zurück hier zu Final Fantasy Adventure auf dem Mr. FPGA-System mit mir, Valdimars. Wir sind ja im dunklen Turm angekommen und den erkunden wir jetzt. So, an Masti Relikte. Bauraum hat mich gemacht. Masti wartet hier seit 50 Jahren, prüft Dr. Bauer vergessen und kommt mit uns. Gut. Masti ist der Ver Verdammt nochmal beste Charakter überhaupt. Der Marcia hat was ganz, ganz Tolles, was sie so kann. Oder er? Dem Namen nach ihr, sie. MP-Wiederherstellung. Super. Das ist doch was ganz, ganz Schönes. So. Natürlich gibt es einen Turm nach oben hin zu durchsuchen. Unser Ziel sollte die Turmspitze sein, das ist klar. Und da will ich auch hin. Ich meine hier das Rad dahin. Hier geht es aber schon mal nicht weiter. Daher schauen wir mal kurz, was in der Truhe hier drin ist. Ich könnte mal. Ja, komm hier, das Allheilmittel brauche ich nicht. Donner-Zauber-Item. Ja, warum nicht? Ich nehm's. Die Musik finde ich nicht so besonders gut, aber es gibt schlechtere. Und sie passt sogar relativ gut. Ich habe mal hier die Flammenpeitsche nehmen. Hier ist mal Schlüssel. Nehme ich gerne mit. Die Isa kann dafür weg. Ah ja, und Mars hat einen Laser, der jedem Gegner Schaden zufügen kann. Was der Gegner hier verloren hat, ja, hier Q2. Opfer ich gern. Für X-Cure. Hat sich doch gelohnt. Hier haben wir Facebook-Gegner. Zumindest die Hand nach oben mit dem Daumen. Ah, eine Tafel. Der Mandelbaum wächst im Einklang mit der Natur. Joa, das haben Bäume so an sich. Ist mir jetzt nicht neu. Aber das hier gehört nicht hierher. Hier ist übrigens ein Durchgang. Den könnten wir jetzt nehmen, aber wir können auch außen rumlaufen. So, kommt noch mal ein bisschen was. Ja, man kann sich einen Schlüssel sparen, aber wir haben genug. Ich will hier sortieren. Das könnte, glaube ich, mal nicht schaden. Ja, 20 Schlüssel haben wir noch. Das müsste eigentlich ausreichen für den nächsten Abschnitt. Hier ist eine weitere Tafel. Böse Mächte in Leuten macht den Baum böse. Machen den Baum böse, ja. Hier nochmal Gegner aus dem Turm von vorhin. Au! Ausweichen wie ein König. Am besten nicht in die Gegner reinlaufen dabei. Tschö. Level up. Gut. Das nehme ich natürlich gerne mit. So, ihr könnt mal den Donner-Item-Kram wegwerfen. Q2 auch, brauche ich eh nicht. X-Cure, yay. Schön. So, und hier hätten wir jetzt den Geheimgang gehabt. Wenn ich hier uns dann durchschlagen mit dem Morgenstern oder dem Pickel, wenn man ihn noch hat, bei hat. Also, ihr könnt ja wie gesagt ohne Morgenstern herkommen. Haben wir hier zwei Wege, die sich da offenbaren. Die Frage ist halt, wo wollen wir lang? Hier geht es zumindest weiter nach oben. Ist das auch der richtige Weg? Eventuell ist er das. Schauen wir doch einfach mal.
Das Schöne ist ja, dank Nuke, also dank Marcy können wir auch Nuke hier benutzen, wie wir wollen. Bloß die sind, wir haben ja MP Aufheilung für immer. Ja, oh, ja, in mein Gesicht. Eine weitere Tafel. Wasser vom bösen Malerbaum verwandelt Leute. Ein Teufelskreis zwischen Energie und Mana. Da kommen wir nicht durch, weil da ein Loch ist. Irgendein Trottel muss draußen bohren oder sehen. Großartig. Nicht ganz großartig. Am Sonntag. Na gut. Hat wohl schon wieder aufgehört, aber wenn es mal kommt, dann werde ich einfach mal so frei sein, das Fenster zumachen. Es ist wieder technisch heute in Ordnung, also man stirbt nicht gleich ein Hitzetod, wenn man rausguckt. Hier ist noch eine Tafel. Wer den Malerbaum berührt, bekommt die ja, große Macht. Oder Allmächtige. Dass der Bombenzauber den Viechern überhaupt nichts ausmacht, ist erstaunlich. So, was haben wir hier oben noch? Der Durchgang. Sind wir wieder hier? Oh ja. Alles klar. Wieder auf die Weisheit. Dann gehen wir doch einfach mal hier nach oben. Sackgasse. Okay. Dann gehen wir hier mal nach oben. Schlecht. Muss ich kurz den Zauber wechseln. Auf Feuer. Na komm. Das Steinding hält teilweise wirklich lange an. Sehr lange zum Teil. Was haben wir denn hier im rechten Raum? Doch die Möglichkeit, Schlüssel zu bekommen. Unter anderem. Und eine Treppe nach unten. Okay. Wir sind wohl schon durch einen Teleporter hier hochgekommen. Alles klar. Der Weg da unten ist nämlich keinesfalls korrekt. Wir wollen hoch. Und da sich ja hier sonst nichts findet, werde ich einfach mal so frei sein und jetzt die Treppe hier nach oben nehmen, die wir gerade gesehen haben. Ich war hier, ne? Ja. Gut, dann sollen wir hier rein. Und weiter den Turm erklimmen. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse auf der linken Seite, aber ich schaue gerne mal rein. Ist verschlossen, ne? Ja. Also wieder die Schüsse ausgerüstet und Tafel, ne? Ja. Hier ist eine weitere Tafel. Der König von Vendul erhielt die gewaltige Macht des Mana. Der einzige, dem ihn entgegenhalten kann, ist der Gemma-Ritter mit Excalibur. Haben wir aber nicht. Ich habe doch immer nur so ein rostiges Schwert, ne? Oder habe ich das noch dabei? Ja. Rusty. Trusty Rusty. Ist natürlich klar, was von uns verlangt wird. Links ist ein geheimer Gang. Jo. Toll. Was werfe ich denn weg? Ja. X-Cure. Weg. X-Ether ist nämlich praktischer. Was ist denn hier rechts? Eine Truhe.
können wir nicht tragen. Da wir ein Drachenschwert haben, müsste es wahrscheinlich Rüstung sein. Gut. Hier, Flammenschild weg. Das Eisschwert können wir auch wegwerfen. Das brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Für Drachenrüstung. Das hat sich doch gelohnt. Oh ja. Die Rüstung wegwerfen, die alte. Braucht auch keiner mehr. Dann hier außen rum und den Stacheln vorbei. Und zack. Wieder mal ein Triple Kill. Eine Tafel. Ja, es hat hier viele Sackgassen. Der Gemma-Ritter mit dem rostigen Schwert wird geprüft. Dem wahren Gemma-Ritter soll Excalibur übergeben werden, das legendäre Schwert. Jo, das hatten wir eben auch schon in anderer Form. Warum gibt es zwei Tafeln mit einem ähnlichen Text? Da sehe ich keinen Sinn drin. Aber gut, der Weg nach rechts hat sich ja gelohnt, weil wir die Drachenrüstung bekommen haben. Jetzt geht es nach links weiter. Vermutlich geht es hier zum nächsten Schritt auf den höheren Abschnitt des Turms. Oder auch nicht. Hier gibt es nochmal ein Bett. Klar. Man kann einfach mal heilen. Es ist auch nicht so, dass uns die Gegner hier einfach mal während wir schlafen angreifen könnten. Können sie nämlich nicht. Das Bett hat sich nicht gelohnt. Aber gut. Dann wollen wir mal hier lang. Jo, und wenn ihr jetzt nicht hier den Eiszauber habt oder Eiszauber-Items, habt ihr ein Problem. Denn die brauchen wir hier, um diese Minotauren, Centauren, eins von beiden wird es sein. Die müssen wir nämlich vereisen, damit sich oben das Tor öffnet. Andernfalls kommen wir hier nicht durch. Und hier wieder einen Schlüssel rausgeholt. Viel haben wir nicht mehr. Vendul wird bald fallen. Unsere letzte Hoffnung liegt in der Höhle der Wasserfälle. Hochleben Vendul, unser Kind der Hoffnung. Wer ist das Kind der Hoffnung? Julius? Oder etwa wir? Ist Julius doch gar nicht so böse. Oh, auf jeden Fall sind wir jetzt oben auf der Turmspitze. Ich will das Drachenschwert nehmen, das ist kräftiger. Dann ich den Heilzauber. Und dann hoch. Das ist Garuda. Garuda, die wir schon seit dem Kampf gegen Davias in der Stadt Yat gesucht haben. Und unser Ruder teilt gut aus. Entweder mit Federn und einem Sturzangriff, den er da macht. Und wenn man Bock hat, kann man auch Marcia als erledigen lassen. Ihr müsst dann ausweichen und euch heilen. Drachenschwert ist hier ziemlich gut. Weil es schnell geht. Turm verliert Balance. Beeilen, rauskommen. Jupp, das ist allerdings wahr. Wir können zwar jetzt noch hier eine Weile stehen, aber ich habe mich mal voll. Marcy, du darfst mir noch mal helfen. Und jetzt soll ich schnell hier rüberlaufen und nicht rüberlaufen. Oh no. Ich werfe dich und springe. Kannst du das? Dann los. Achtet mal auf die Bäume. Jetzt, komm schon, Marcy.
Du musst die Welt retten. Du bist die einzige Hoffnung. Was redest du da? Komm schon! Ich kann nicht springen. Was? Ich wurde gemacht, um hier zu arbeiten und ich schlafe hier. Arme, arme Marcy. Wir sehen uns irgendwann, Kind. Und wie ich zaubert, haben sich die Bäume hier verändert. Wie geht das denn bitte? Ja, auf jeden Fall sehen wir, wir sind wieder oben und haben keinen Zugriff auf die Karte. Wir könnten jetzt nochmal in Dark Lords alte Festung gehen, aber da ist nichts mehr zu holen. Daher geht es jetzt hier hinein. Hier hinauf. Nicht runter. Die Wasserfälle wurden ja bekanntlich umgekehrt.